Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind heute bei Morlock Motors im schönen Westerwald und ich habe hier links neben mir den Andi Macht. Einige kennen ihn schon aus einer bestimmten Serie, die nenne ich jetzt nicht, das könnt ihr selber erraten, woher ihr ihn kennt. Und ja, Andi, ich freue mich sehr, dass wir heute hier sein dürfen. Er zeigt uns heute mal so ein bisschen was, wir machen auch eine coole Probefahrt und wir sind jetzt hier im Büro von Morlock Motors. Ja, Andi, erzähl mal, was genau machst du hier? Was ist dein Im Prinzip versuche ich halt, dass hier keiner die Hütte abfackelt tagsüber. Nein, Quatsch, ich teile mir quasi den Job mit unserer Jessica. Wir sehen halt zu, dass wir arbeiten Michael zu. Wir sehen halt zu, dass hier alles so in geordneten Bahnen abläuft. Wir führen Telefonate, schreiben E-Mails, wir verkaufen Sachen, wir kaufen Sachen an. Wir sind auch teilweise unterwegs und ja, versuchen halt die Firma Morlock Motors zu repräsentieren und quasi dafür da zu sein. Autos verkaufen, restaurieren, ja. Das alles. Genau, ja. Hier geht es halt hauptsächlich um Militär, um amerikanische Militärfahrzeuge, ne? Das ist richtig? Vollkommen richtig. Wir haben einen Vertrag mit der US Army, das heißt, alles, was die aussondern in ganz Europa, das kriegen wir. Egal ob Socken, Autos, ja, irgendwas. Wir müssen auch alles annehmen, ne? Genau, ja. Wir können uns nicht die Rosinen daraus picken, ja. Sondern wenn die anrufen und sagen, Leute, wir haben hier was. Wir haben auch schon Laufband gesehen, das müsst ihr wohl auch annehmen, Laufbänder. Genau. Ja, dazu hatten wir auch die ganzen Blechdosen, hatten wir auch palettenweise die Blechdosen hier. Sind natürlich alle über die Wupper gegangen. Braucht natürlich kein Mensch. Hier ist alles da, was ihr braucht, Leute. Ja, du bist jetzt seit wie lange hier? Seit 2001? Knapp drei Jahre. Okay. Ja. Anfang nächstes Jahr werden es 3 Jahre. Okay, und davor warst du in der Reisebranche tätig. Das genau. Ist richtig. Und wie kommt es, dass du jetzt hier bist? Irgendwann fing es irgendwie an mit Corona und bevor man gar keinen Job mehr hat. Die hatten irgendwie hier inseriert auf Facebook. Und dann bin ich halt hierher gefahren, hatte mein Vorstellungsgespräch und so bin ich halt hier gelandet und hab diesen Posten hier ergattern können. Und was sagst du so, gefällt es dir? Fühlst du dich hier wohl? So? Ich möchte nichts anderes machen. Auch, ja, ne? Ich möchte nichts anderes schon, machen, ja. Denn ich hab hier volle Freiheiten. Natürlich habe ich einen coolen Chef, der ist herzensgut. Also mit dem kann man alles machen, mit dem kann man Spaß haben, mit dem kann man sehr, sehr hart arbeiten. Mhm. Das besonders. Ansonsten, ich habe tolle Kollegen. Ich fühle mich hier rundum wohl. Ja. Muss man denn, wenn man hier ist, sich schon so Militärfahrzeug-Grundwissen haben oder ist das so eher... Das kann man sich so nebenbei aneignen. Ja. Ich hatte auch keine Berührungspunkte damit vorher. Ja. Genau. Es hat natürlich geholfen, dass ich damals eine Kfz-Lehre gemacht habe. Das war gar kein Problem, sich dann quasi in... Ein Auto ist Auto, du findest das Rad nicht neu. Ja, ja. Ne? Motor ist ein Motor, ein Dieselmotor ist ein Dieselmotor. Dementsprechend habe ich hier als Verkäufer angefangen, kannst du natürlich auch den Leuten das dann von Anfang an so erklären. Mhm. Und alles drumherum, ob das Ding jetzt grün ist oder rot, ist mir eigentlich egal. Ja, ja. Also das kriegt man dann schon irgendwie hin. Natürlich gibt es da spezielle Militärbezeichnungen, die schaffst du dir aber schnell drauf. Ja. Wenn du weißt, was ein E30 BMW ist, ne? Kriegst du das auch irgendwie hier mit einem M1009, dann weißt du, okay, das ist so und so das Fahrzeug. Ja. Gibt es sonst noch irgendwas Wichtiges, was man so über Morlock Motors wissen müsste? Im Prinzip? Wir sind mitten im schönen Westerwald, also mitten im Nichts, aber die Leute finden uns natürlich trotzdem. Ihr habt ja auch hierher gefunden. Ja, was wir im Prinzip machen, wir bauen halt die ganzen Fahrzeuge auf, das sollte man wissen. Das ist keine richtige Restauration, weil Restauration bedeutet halt immer, du nimmst jede Schraube auseinander und baust alles wieder so original zusammen. Unsere Militärfahrzeuge, natürlich bauen wir einiges auseinander, aber nicht wirklich jede Schraube. Ja. Wir sehen halt zu, dass wir die wieder neu aufbauen. Und dann an Enthusiasten oder an einen, der die Dinger geil findet, verkaufen. Okay. Meistens brauche ich den Leuten nicht viel zu erzählen, weil die Leute informieren sich im Vorfeld über diese Fahrzeuge. Die sagen dann nur, ey, ich will einen M923 haben. Ne, das musst du dann das Wissen drauf schaffen, okay, dann weißt du, das ist ein AM General, ein Reo, ein LKW. Ja. Im Prinzip ist es recht einfach, hier Sachen zu verkaufen, weil die Leute wissen, was sie wollen. Ja, du hast gesagt, wir können uns mal was in der Werkstatt anschauen. Genau, ich wollte dir erstmal ein bisschen Grundwissen über den K30 quasi, über unser Brot- und Butter-Auto. Genau. Ein bisschen näher bringen und wenn du das dann hast, frage ich dich ab. Nein, Quatsch. Danach setzen wir uns ins Auto und fahren eine Runde. Ja, perfekt. Das hört sich doch gut an. Cool, dann würde ich sagen, sind wir dabei. Hauen wir die Hacken hinterher, geht los. Yes. Ja,
da haben wir den K30. Sieht ja schon, die Farbe ist eigentlich ganz cool für mich. Ist das die Originalfarbe auch? Oder? Normalerweise, du siehst hier, das ist das grün. So, die haben das dann von der US Army, hat das irgendjemand mal gekauft und hat das Ding dann babyblau lackiert, weil das wahrscheinlich geil fand. Wir sind da natürlich gar nicht von begeistert. Ja. Das heißt, wir werden jetzt im ersten Schritt, was wir immer machen, ist die Technik. Das heißt, wir gehen mal darüber, zeige ich dir von hier, hier haben wir mehr Platz. Hier ist schon gut vorgearbeitet worden. Der hat schon die H1-Reifen drauf, die Dana 60-Achse. Die haben wir schon überholt, die haben wir gezogen, haben wir wieder eingebaut. Dann geht es weiter mit dem Getriebe. Das wird dann auseinandergenommen, wird überholt. Das TH400. Der Motor wird rausgenommen und alles wird dann wieder zusammengebaut. Inklusive die Bremsen werden dabei gemacht. Es wird alles Mögliche wird gecheckt. Und dann steht der ungefähr so da wie hier und geht dann erst in die Karosserie. Okay. Also wir machen erst die Technik und dann die Karosserie. Danach wird dann der ganze Rost entfernt, es wird die Ladefläche wird komplett abgenommen. Okay. Das Führerhaus wird abgenommen, sodass du einfach nur noch das Fahrgestell hast. Das wird dann entrostet, wird dann auch ein bisschen bearbeitet. Okay. Es kommen neue Schoßdämpfer rein und wenn dann auch noch die Ladefläche bearbeitet wurde und das Führerhaus, du hast in den meisten Fällen hast du sehr, sehr viel Rost da drin. Das heißt, es werden Bleche ausgetauscht. Hier oben die Kappen sind oftmals durchgerostet, die werden ersetzt. Also es fließen sehr, sehr viele Arbeitsstunden da rein, ja, bis das Ding einmal fertig ist. Was schätzt du so, wie viele Stunden gehen da circa drauf? Zwischen 200 und 400 Stunden. Boah. Kommt auf den Zustand des Fahrzeugs an, weil manche stehen halt schon hier Jahre rum. Da würdest du einfach am liebsten nur mit dem Kehrblech hingehen und die wegkehren, aber die Dinger sind verkauft. Das heißt, die müssen gemacht werden. Menge, Menge Arbeit. Dementsprechend schlägt das dann auch im Preis nieder, wo viele Leute denken, oh, warum ist das so teuer? Mhm. Die Arbeitsstunden sind das teuerste. Teile besorgen ist auch nicht besonders einfach. Aus den USA importieren, die ganzen Steuern, die da drauf sind, Einfuhrabgaben. Und dann halt, ja, wenn du einen Karosseriemeister beschäftigst, der will bezahlt werden. Lackierer muss bezahlt werden. Ne? Die ganzen Mechaniker hier. Dementsprechend kostet dann so ein Auto mal so 30.000 Euro. Nicht schlecht. Dann hast du aber dann auch die Hummer-Bereifung, also vom Hummer H1 haben wir dann da drauf. Mhm. Und so ist das dann halt. Und wenn du Bock hast, so ein Ding mal Probe zu fahren, dann würde ich sagen, gehen wir mal raus und drehen eine Runde damit, das oder? Machen wir, ja. Dürfen wir uns trotzdem vorher noch den Motorraum angucken? Aber sicher, gar keine Frage. Das ist ja auch interessant. Gar keine Frage. Ich stelle dir direkt von dem Hocker hier hin. Das ist nett. Bitte schön. Was haben wir denn hier? So. Ich glaube, er muss auch hier drauf. Hier drin ist ein 6,2 Liter Dieselaggregat V8. Mhm. Hier haben wir die zwei Batterien, das Ganze läuft auf 24 Volt, hat halt wenig Kabellage. Das Einzige, was wir noch zusätzlich reinbauen, weil wir haben so ein paar, dadurch, dass wir die Dinger schon seit Jahren aufbauen, haben wir so kleine Verbesserungsvorschläge, zum Beispiel die Glühanlage. Normalerweise glüht die, du drehst den Schlüssel, ne, das Fahrzeug glüht vor, dann startest du. Leider ist das bei den Modellen hier so meistens der Fall, dass die Glühanlage nicht aufhört zu glühen, dann pilzen die Glühkerzen auf, fällt in den Brennraum und der Motor ist einfach mal im Eimer. Dementsprechend haben wir dann eine manuelle Glühanlage, rüsten wir bei jedem nach. Das heißt, du musst dann quasi den Zündschlüssel anmachen und einen Hebel drücken, sodass du selber vorglühst. Je nach Witterungsbedingungen zählst du entweder bis 10, wenn es draußen warm ist, oder wenn es kalt ist, mal so bis 25 und dann drehst du den Schlüssel rum und das Ding ist da. Wow. Das ist das Schöne. Wenn wir die Dinger rausholen, stehen die ja unter Umständen schon Jahre. Du guckst einfach nur kurz nach dem Öl, machst ein bisschen Batteriespannung drauf. Die laufen immer, die Dinger. Die laufen wahrscheinlich anstatt mit Öl sogar mit Griebenschmalz laufen. Das ist das Schöne an den Teilen. Ja, nicht schlecht. Und wird der jetzt auch noch komplett abgeschliffen oder? Genau. Ja, ne? Genau, der geht dann quasi jetzt als nächster Schritt in die Karosserie und da wird der komplett entlackt. Ja. Ne, der Rost wird entfernt und danach wird das Ding wieder in, wir haben drei verschiedene Farben zur Auswahl. Das Militärgrün, dann einmal Flecktarn und Sandfarben, also diese Sahara-Farben. Oh, ja. Okay. Diese drei Farben bieten wir an, damit das Ding auch eine H-Zulassung bekommt. Weil du kannst mit diesem 6,2 Liter Diesel kannst du durch keine Greta-Zone fahren. Und so, wenn du das H drauf hast, kannst du durch Köln, Düsseldorf, Berlin, durch die Großstädte ruhig mitfahren. Wobei es dann schlecht wird mit Parkplätzen. Ja, aber das glaube ich. Weißt du, wie lang der ist? 4,63 Meter die Ecke, irgendwie sowas. Dann hoch ist er, nachdem wir den höher gelegt haben, durch die H1-Bereifung, müssen wir den hinten 10 cm höher legen, sonst schleift da irgendwie was. Ist der 2,11 Meter hoch. Okay. Das heißt, nicht in jede Garage oder Parkhaus kommst du damit rein.
Wendemöglichkeit ja. auch, wirst du gleich sehen, ist sehr, sehr beschränkt und eine Aerodynamik hat er wie ein Schloss Neuschwanstein. Also da ist jetzt nichts irgendwie im Windkanal getestet. Wird schwierig, aber das lernen wir gleich bei der Probefahrt. Du wirst das Ding mal ausgiebig testen. Ja, perfekt. Da bin ich doch gespannt. Ich freue mich. Dann starten wir mal direkt. Komm, dann würde ich sagen, gehen wir mal, geht's los. Du brauchst auf jeden Fall nur einen Fuß. Den linken, den kannst du dir abhacken oder da hinten in die Ecke stellen. So, dann ziehst du diesen Wählhebel ein Stück zu dir. Genau. Dann einmal runter, hast du Rückwärtsgang. Ja, genau. Bremse, 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 Bremse. Jetzt bist du auf neutral. Noch einen weiter runter. Zu dir ziehen. Genau, jetzt hast du den Dauergang. Und jetzt probierst du einfach mal so ein bisschen aus. Mit der Bremse musst du so mal so ein bisschen spielen, wie der so reagiert. Denn die Bremsen sind nagelneu. Die sind, eben habe ich auch ein bisschen versucht zu testen. Ich habe kurz genickt. Das ist richtig schwer, ne? Wenn man auf Gas geht, passiert ja fast gar nichts. Ja. Krass. Wow. Er hat halt einen richtig Drehmoment. Okay, krass. Oh mein Gott. Genau, deswegen spielen wir so ein bisschen mit dem Gas. Und dadurch, dass du halt diese Ballonreifen hast, verhält der sich auch so ein bisschen anders. Das sieht gerade voll eng aus. Das stimmt, das stimmt. Kommst du ein Stück rechts rüber. Oh mein Gott. Ja, das passt. Wow. Das ist ganz anders, krass. Das ist komplett anders als ein Audi A3, als sonst irgendwas. Wow, krass. Okay, hier runter? Genau, einfach geradeaus und dann unten an der Straße links. Ja, du hast das schon mit der Dosierung des Gases, hast du schon ganz gut drauf. Fahren kann ich, aber das ist echt anders gerade. Total. Ja, du wirst gleich merken, wir brauchen. Die Höhe, die Breite, das ist so wow. Absolut. Du wirst auch gleich merken, sobald wir dann 60 oder 70 fahren, wird es halt ein bisschen schwammiger von der Lenkung. Ja. Oh mein Gott. Genau, das ist halt nicht ganz so. Ja, mach es erstmal vorsichtig. Genau. Auch die Kurven, nimm ja, die ruhig. Kurven sind echt krass hier. Nimm die ruhig ein bisschen langsamer. Ja. Lieber nehmen wir uns Zeit, weil sonst, ne? Ja. Sonst schiebt der manchmal über die Vorderachse oder dir geht der Arsch weg. Wow. Lieber ruhig schön langsam. Ne, du kriegst das so nach 10 Minuten, hast du dein Gefühl für, dann passt das. Ja. So, das Tacho auch anders, ein Fünferschritt eher so. Also, ne? Das Weiße sind die Meilen und das Orangene sind die kmh-Zahlen. Dann hier scharf links, ein bisschen langsamer am besten. Wir kommen hier mal wie die Wahnsinnigen rauf. Und jetzt voll auf den Pinsel. Jawohl. Trotzdem passiert nicht so viel. Nee, nicht wirklich. Trotzdem nicht wirklich. Ja. Weiter links. Aber was macht man jetzt, wenn die Gegenverkehr kommt? Wir haben die größere und die längere, dann müssen die halt zurückfahren. Krass. Das ist noch niemals sehr aufgefüllt. Oder? Das muss ich halt so ein bisschen arrangieren. Krass. Was nicht sogar Zeit war, bei der Geschwindigkeit den gerade zu halten. Ja, ne? Ich merke schon. Der schwimmt halt ziemlich. Kannst du mit einer Hand hier chillig fahren? Nee, deswegen. Also hier muss man sich schon immer eine Zigarette vordrehen oder die fertigen nehmen, weil das ist immer recht übel. Ja, da sind wir auch schon fertig mit der Probefahrt. Also vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Es war ein richtig krasses Erlebnis. Erstes Mal K30 gefahren, Militärfahrzeug. Das war eine super coole Erfahrung. Vielen Dank dafür. Sehr gerne, aber dir hat ein bisschen Power gefehlt, oder? Ja, ja. Es ist anders als ein Sportwagen natürlich, aber ich finde, also einfach die Erfahrung, das mal gemacht zu haben, ist komplett anders. Also man drückt Vollgas und es ist so, hä? Ne? Es kickt aber nicht so, wie man es kennt halt. Aber es ist trotzdem Hammer, muss ich schon sagen. Ja, ich, ne, wie gesagt, vielen Dank und ich glaube, es wird auch noch eine kleine Fortsetzung folgen, wenn es ein bisschen wärmer ist und es nicht um 15 Uhr, 17 Uhr dunkel wird. Aber ja, ihr habt schon einen kleinen Einblick bekommen, den Rest könnt ihr euch gerne im TV anschauen, da findet ihr die Jungs ja öfter. Und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Abend, vielen Dank. Danke, schön, dass ihr da wart und es hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf jeden Fall auf Teil 2. Ich auch, bis dahin, Leute.